Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online. Wir sind hier gerade in der Faerûn-Festung und müssen Archivarenblut besorgen. Und hier war jetzt das zweite von vier Stück. In der Festung wurde auch Häuptling Batzrak festgehalten, aber den haben wir schon befreit. Hier gibt's aber noch eine Nebenquest. Und die ist dafür da, Malakats Schrein zu besuchen. Also hier in der Festung ist irgendwo ein Schrein von dem zweiten Gott der Orks, also nicht Trinimak, sondern Malakat. Und um dorthin zu kommen, brauchen wir viermal Blut. So, und jetzt fehlt uns einmal Blut und irgendwo nochmal ein Blut. Also zwei Blut fehlen uns noch. Wo genau das jetzt ist, müssen wir mal schauen. Hier war jetzt nichts mehr Besonderes drin. Also gucken wir mal draußen. Eine schöne Ork-Festung mit Ork-Häusern hier. Sieht man auch nicht so oft im Ebenherzpakt. So, und jetzt haben wir da das dritte Mal. Archivarin Akur. Ein Archivarenblut. So. Uns fehlt also nur noch eins und dann sehen wir mal, was in dem Schrein los ist. Ork-Clans und ihre Symbolik. Da können wir mal lesen, was die einzelnen Orks für verschiedene Wappentiere haben. Clan Ruschka zum Beispiel, der Eulenclan, Clan Lucin, der Wolfsclan. Das kann man nachher auch noch gebrauchen in der Hauptstory. Da gibt es nämlich eine Quest, wo man die Clanzeichen so ein bisschen zuordnen muss. Aber das ganz viel später. So, das vierte Blut. Jetzt haben wir es. Und wir sollen mit Asrat sprechen. Das ist der, der uns die Aufgabe gegeben hat. Helfen, die heiligen Worte von Malakat zu bergen? Dann lasst uns den Vortritt. Denn allein könnt ihr den Weg nicht finden. Fremder, ihr ehrt Malakat mit euren Taten. Auch ich diene den Zürnenden. Und als sein Werkzeug der Vergeltung schwöre ich, dass der Tod der Archivare nicht ungesühnt bleiben wird. Ihr hingegen verfolgt bei all dem eine andere Absicht, glaube ich. Die Getreuen von Malakat brauchen Beschützer, ganz besonders in diesen schwierigen Zeiten. Ich bin einer von Malakats sterblichen Dienern, einer der Agra Krun. In der Gemeinsprache würde man uns den Blutschild nennen. Ihr habt das Blut der Archivare, ja? Wir hatten bislang nur wenig Zeit, euch vorzubereiten, und jetzt haben wir sogar noch weniger. Malakats Rache duldet keinen Aufschub, aber ich kann euch dieses Buch geben. Es beschreibt den Pfad, auf dem ihr wandeln müsst. Dieser Pfad war nicht für euch ausersehen, doch ihr müsst dennoch auf ihn wandeln. Beim großen Turm der Festung, darin wartet ein Schrein von Malakat. Doch er verbirgt sich am wahren Ort der Macht unseres Fürsten. Das Blut ist der Schlüssel. Doch nur euer Wille und euer Glaube können den Weg enthüllen. Initianten benutzen es, um in den alten Orden aufgenommen zu werden. Ebenso wie jene, die Zuflucht in den Hallen von Malakats treuen Dienern suchten. Es wird euch anleiten, doch wie der Zornige selbst wird es euch nicht an die Hand nehmen. Ihr müsst euch anstrengen, wenn ihr Erfolg haben wollt. Nun geht. Die Blutschilde? Für die meisten sind wir nur Schatten. Doch für einige wenige sind wir ein strahlendes Leuchtfeuer. Bergt die heiligen Worte, ehe die Voschrak sie vernichten, so wie der Rasende es euch aufgetragen hat. Ich habe meinen eigenen Auftrag. Später können wir uns weiter unterhalten, wenn ihr möchtet. Na, dann sind wir doch jetzt schon mal ein bisschen weiter. Mit Asrat haben wir gesprochen. Und nun sollen wir Malakats Schrein in der Festung finden. Hier, das ist die Festung. Und wir sehen, dort müssen wir nach links. Die Quest heißt übrigens Blut und die heiligen Worte. Und dann schauen wir doch mal, ob wir uns hier an den Voschrak vorbeikämpfen können. Das sind die Anhänger, die fanatischen Anhänger von Trinimak. Also hier in der Festung geht richtig die Post ab und ja, das geht ja schnell. Die Büßerin verbrennt auch mit Feuer reinigen. Das hilft meistens. Und hier unten soll jetzt wohl irgendwo der Schrein sein. Dann schauen wir doch mal. So, hier ist noch eine Klingenträgerin, die muss auch noch weg.
Vielleicht hat die da was im Schrank deponiert, was ich gebrauchen kann. Ach, egal. Weitergehen. Zeit drängt. Da ist er. Malakat Schrein. Und den Weg ins Heiligtum öffnen. Okay. Ach, da war noch ein Gegner. Den müssen wir auch noch weghauen. Und da sind wohl irgendwie 4 Markierungen jetzt auf dem Kompass. 4-mal das Blut, was wir eben gesammelt haben. Malakat ist ja einer, der mehr auf Krieg und Wut und Aggression steht. Darum mag der es wohl auch, wenn man ihn mit Blut versorgt. So, drittes Mal. Einen haben wir noch. Und, geht's auf? Wir sollen den Pfad der Gläubigen benutzen. Hier wird nochmal kurz was erklärt zu dem ganzen Thema. Der Zürnende, der Hüter und der blutige Fuchs. Nee, ist klar. Okay. Kann man auf Pause drücken, damit man es lesen kann. Es geht hier um Gläubige, um Malakats Hallen des Glaubens und so weiter. Naja. Wer auf so ein Religionszeug steht. Auf jeden Fall im Schrein in der Faruun-Festung ist der Pfad zum Allerheiligsten verborgen. Das haben wir jetzt auch mitbekommen. Und hier geht's in das Allerheiligste. Kopf von Malakat. Wir sind weiter unten. Sehr schön. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo kommen wir jetzt hin? Hier sind 3 Türen. Es geht nur geradeaus weiter, also gehen wir geradeaus. Und hier sind 3 Türen. Es geht nur geradeaus weiter, also gehen wir weiter geradeaus. Und hier sind 3 Türen. Okay, das ist es dann wohl nicht. Also wir müssen hier wohl irgendein Rätsel lösen. Ja, also ich hatte gerade keinen Sprung im Video, sondern das war wirklich so. Wir müssen also mal gerade gucken. Pfad des Gläubigen. Das war das Buch, was wir eben schon gelesen haben. Nur die Gabe in den Gebetsräumen werden jene, die sich weigern, Malakats Licht zu folgen, auf ewig in der Dunkelheit wandern. Das ist doch eigentlich der Hauptsatz hier, dem Licht zu folgen. Also, hier ist eine Kerze, die ist aus. Da gehen wir also nicht lang. Das Ding gilt nicht. Da ist eine Kerze, die ist an. Da ist ein Kerzenleuchter. Hier ist nichts Besonderes. Da ist noch eine Kerze, die ist aus. Okay, die scheint es wohl auch nicht zu sein. Und anzünden kann man sie auch nicht. Also ist die einzige, die an ist, rechts die. Oder die da? Ne, die ist auch aus. Also rechts. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier nicht durch die Tür. Okay. Wie gesagt, geradeaus ist immer die falsche Tür, also bleibt nur rechts übrig. Das müsste die Tür jetzt sein. Ich wollte jetzt sogar beten, habt ihr gesehen? Ich dachte, ich musste hier beten. Also habe ich mich erstmal so hingesetzt und wollte... ich musste es wirklich nochmal lesen. Mir war es beim ersten Mal nicht ganz so bewusst, wie es geht. Aber jetzt habe ich es raus. Also hier die Kerze, einmal rein. Jetzt sieht so aus, als hätte man nicht viel Fortschritt gemacht, aber man guckt halt wieder, wo die Kerze ist und dann hier lang. Die leuchtet. So, und alle guten Dinge sind 3, hoffe ich mal. Hier ist wieder eine Kerze und... Nein! Und 4, nochmal die Kerze leuchtet da. Yeah, wir sind durch! Und was ist das jetzt? Ein tiefer Brunnen, wir sollen noch immer das Heiligtum finden, hiermit macht man nichts. Also müssen wir uns wohl in den Brunnen stürzen. Geht gar nicht. Doch, jetzt bin ich... Oha! Cool! Und so kommt ein Initiant zu uns, wie es zuvor geschah. Wird es auch wieder geschehen, dann ist es meine Zeit. Okay, da ist wohl eine Bewahrerin. Was man mit der machen muss, weiß ich jetzt nicht. Ist ein kleiner Raum hier. Oh, da ist Malakat. Wow! Nur zu, eure Obliegenheit wird im Sande verlaufen, wenn ihr jetzt zögert. Malakat verlangt Opfer, selbst von seinen ergebensten Kindern. Der sieht ja schon irgendwie böse aus. Wir sollen die heiligen Worte bergen. Was? Wow, wir mussten die dafür töten. Krass. Heilige Worte von Malakat, da sind sie.
ihr fähig seid, das zu tun, was Malakat von euch verlangt. Gut. Nur wer würdig ist, darf die heiligen Worte mit sich führen. Ein brutaler Gott. Ihr habt euch gut geschlagen, Fremder. Nicht nur konntet ihr diese Zuflucht finden, sondern ihr habt euch auch als würdig erwiesen, die heiligen Worte mit euch zu führen. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr so sehr in Malakats Gunst steht. Die Entscheidung lag bei euch, auch wenn Malakat stets ein Opfer verlangt, als zur Schaustellung eurer Treue und Hingabe. Doch seid eines versichert, die Hüterin kannte ihre Rolle und sie wusste ihr sehr zu gefallen. Die Archivare sind gerecht und Malakats hungriger Zorn gesättigt. Fürs Erste. Die übrigen Vorschrag werden ihre schwindende Zahl rasch bemerken und Farun verlassen. Bis dahin bleibe ich hier, um die Zuflucht zu bewachen, während ihr die heiligen Worte in Sicherheit bringt. Die Agra-Krun sind überall um uns herum, gut sichtbar versteckt. In Orsinium beispielsweise wartet eines der mächtigsten Mitglieder unseres Ordens. Bringt die Schriftrolle zu Chroma, doch bewahrt sie unbedingt sicher auf, bis ihr sie erreicht. Der Trinimak-Kult will die Wahrheit um jeden Preis vernichtet sehen. Geht ins Wohnviertel und sucht nach dem Haus, in dem das Licht Malakats scheint. Folgt dem Licht. Es wird euch zu Chroma führen. Gebt ihr und nur ihr allein die Schriftrolle, auf der die heiligen Worte niedergeschrieben sind. Nun geht und möge Malakat euch beschützen. Und somit sind wir hier wohl auch in der Farun-Festung fertig. Wir sollen nun die Schriftrolle überbringen. Er guckt noch ein bisschen Malakat an. Hier sind überall Blutpfützen. Ziemlich brutal das Ganze hier. Und wir gehen hoch nach Frodgar. Gibt's eine Abkürzung? Ich hoffe schon. Wir brauchen wohl nicht mehr durch die Festung jetzt. Jo, hier ist ein Ausgang. Geheimgang. Wo sind wir denn jetzt? Aha. Ja, hier den Gang. Wow, tolle Axt. Den sieht man sonst so nicht, den Gang, ne? Hier ist noch keiner von alleine hingekommen. Ist auch bei der Festung, aber halt wirklich so, dass man ihn nicht erreichen kann sonst. Ja, nett gemacht. Okay, dann gehen wir mal die Schriftrolle überbringen, aber vorab haben wir hier in Orsinium schon richtig schöne Statuen stehen. Ich habe schon richtig gebaut. Ja, nicht übel. Sieht schon schick aus. Und hier gab es sofort eine Quest, als ich hier ankam. König Kurok hat die Ehre eurer Anwesenheit erbeten, Fremder. Mein Geliebter erwartet eure Ankunft in der Feste, also trödelt nicht. Seine düstere Stimmung ist schon schlimm genug, ohne dass ihr ihn auch noch enttäuscht. Natürlich weiß ich, was der König möchte. Er möchte euch sehen, und zwar auf der Stelle. Habt ihr sonst noch ein paar sinnlose Fragen, auf die ihr meine Antwort wollt? Ach, Fremder, entschuldigt bitte. Die Laune des Königs hat alle reizbar gemacht. Man könnte die Spannung in der Luft buchstäblich mit einem Messer schneiden. Und ich fürchte, es wird erst noch schlimmer, bevor es wieder besser wird. Geht, sprecht mit dem König. Vielleicht könnt ihr ihn ja aufheitern. Geht, habt ihr denn keinen Sinn für Dringlichkeit? Die Stimmung meines Geliebten hat sich bereits verfinstert. Macht seinen Zorn nicht noch größer, Fremder. Warum? Warum geht die Sonne jeden Tag auf und unter? Warum befreit uns der Regen des Frühlings irgendwann aus dem eisigen Griff des Winters? Der König ist wütend. Und wie jede andere Naturgewalt will er nicht, dass man sich ihm widersetzt. Nun ja, natürlich ist dem so. Geht und sprecht mit dem König, Fremder. Mir ist es lieber, wenn ihr die Neuigkeiten aus seinem Mund und nicht aus meinem erfahrt. Und damit haben wir auch die nächste Hauptstory-Quest. Der Zorn eines Königs. Das ist für die Hauptstory. Aber jetzt geben wir aber auch die Schriftrolle ab, so wie es geplant war, damit wir auch Blut und die heiligen Worte abschließen können. Das muss jetzt irgendwo hier unten sein. Da ist ein Geheimgang hinter dem Schrank. So, und da vorne sind Malakats Köpfe. Mal gucken, was sie hier zu sagen hat. Ich kenne euch nicht. Und doch kommt ihr mit großer Gewissheit zu mir.
Nennt mir euer Begehr und lasst Malakath dann ein Urteil über euch fällen. Ja, ich habe von den Unruhen in der Farun-Festung gehört. Malakath sei Dank, dass ihr die heiligen Schriften bergen konntet. Der Agra-Krun wird dafür sorgen, dass sie auch sicher bleiben. Die Vosh'raq haben die heutige Schlacht verloren. Dank euch. Super, das gab einen einhändigen Streitkolben, 300 Gold und Blut und die heiligen Worte sind abgeschlossen. Sehr schön. Und damit haben wir auch die Farun-Festung abgeschlossen. Beim nächsten Mal geht's wieder in die Hauptstory. Dann gucken wir uns an, was bei dem König so passiert. Und danke, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. Bye, bye. Sorrow reigns over.